Wie auf der Beziehungscouch. Das nächste Mal, wenn ich eine Krise daheim habe, werde ich das anwenden. Ich führe das dann an die Leute, ist okay? Ja, passt. Das war mein coolstes Erlebnis mit dir. So. Wow, da gibt es so viele. Ja. Barcelona-Urlaub. Wir sind gleicher Meinung. Das wollte ich dir immer schon einmal sagen. Also, werden wir noch emotional an, oder? Ja. Du bist der beste Zimmerbuddy. Wir waren es einmal, dann waren wir es einmal näher und jetzt haben wir es wieder. Haben wir eine kurze Phase gehabt und jetzt passt es wieder. Ja. Dafür besser. Super, Freundin, der man alles anvertrauen kann und immer für jemanden da ist. Das umringt das alles. Das ist ja voll emotional. Das ist ja wie so eine. Die Deep Talk. Wie so eine Beziehung. Ja, Beziehung. So würde ich dich zeichnen. Also umdrehen wir es mal. Bist du fertig? Ja, ich habe ein Strichmandelzeichen. Ja, ich habe es jetzt nur verschönert, aber es ist nicht ganz fertig. Aber die Haare habe ich getroffen, oder? Die glatten Haare. Ein Sommerkleid, dann wollte ich noch Blumen einzeichnen. Und die Zeit ist zu kurz. Ja, die ist viel zu kurz. Das wollte ich dich schon immer fragen. Das ist ja was, was ich dir noch nie gefragt habe. Hä? So. Ja, bei mir, ich habe sogar eine Dauerschleife dazu gezeichnet. Weil das kommt immer wieder. Darf ich bitte dein Kleid einsetzen? Ich wollte schon fast schreiben, gehen wir aufs Trinken. Oder wann gehen wir aufs Trinken? Die Miri fragt mich immer um mein Glätteis und sie hat eigentlich extrem glatte Haare. Steffi hat immer eins mit. Ich glätte nämlich daheim nie, aber ich glätte, wenn ich unterwegs bin. Also sehr wichtig. Damit hast du mich überrascht. Weißt du schon was? Wie du das letzte Mal nach mir nach Hause gekommen bist. Ich hab geschrieben, überrascht nie, eine riesige Freude gemacht, dass wir uns wieder so super verstehen. Das ist wie eine Beziehungstherapie oder Stunde oder keine Beziehungs-. Nein, ich finde eher Beziehungscouch.